Jubiläumsfeier in der Europahalle. Heute feiern wir 30 Jahre und im Anschluss werden die Wintercup-Stars der vorigen Saison geehrt und bekommen ihre Urkunde und ihren Pokal und spielen hoffentlich noch ganz viele Jahre bei uns. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Sie jetzt 30 Jahre hier sind. Sie machen es einfach gut. Sind Sie selber Tennisspielerin? Ich gestehe nein, aber ich kann ein bisschen Tennis spielen. Ja, Tennis ist für mich eigentlich alles. Ich bin aufgewachsen mit Tennis. Für mich ist Tennis Lebenselixier, Freude, Spaß. Ein sportlicher Höhepunkt erwartet die rund 500 Festgäste. Eine Exhibition von Österreichs Nummer 1 Dominic Thiem mit Riccardo Bellotti, seinem Sparringpartner. Satz und Sieg, Thiem 4:3. Was verbindet Sie persönlich mit der Europahalle, Herr Bresnik? Ich habe hier vor 30 Jahren, wie die eröffnet worden ist, als Trainer begonnen bei dem Eugen Gressel, der damals ja Tennisschule gehabt hat und habe auch im Wintercup damals mitgespielt mit dem Werner Brandt. Bin aber dann 1987 schon Trainer von dem SCOF geworden. Habe mit dem damals auch noch hier teilweise trainiert. Die Halle ist jetzt wieder komplett neu hergerichtet. War lange nicht da und das ist schon eine gewisse Form von Sentimentalität, die da hochkommt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Familie Haas dann an Dominik und mich gedacht hat. Was mich beeindruckt, ist ja dieser Ganzjahresbetrieb, den Sie hier haben. Wir haben Gäste, die einfach das ganze Jahr sehr gerne bei uns sind. Man sieht in dieser Halle, dass Sie ja Tennisspieler sind. Sie haben sehr viel auf die Beine gestellt, was man in vielen Hallen nicht sehen kann. Und habe dann eben den Mittelgang gemacht, dass jeder Platz separat begehbar ist und das hat es bis daher nicht nirgends gegeben. Für 9 Amateur-Tennisspieler geht nun ein Traum in Erfüllung. Sie dürfen vor großem Publikum gegen Dominic Thiem antreten. Ist es schwierig, ist es spannend, ist es lustig, ist es fad? Nein, es macht extrem Spaß, weil ja, Tennis ist halt mein Beruf und also es macht mir auch riesen Spaß, aber trotzdem ist es kein Hobby mehr, sondern einfach ein normaler Beruf, den ich jeden Tag mache und da ist es eine extrem nette Ablenkung, wenn ich dann mal mit Leuten spiele, für die das wirklich reiner Spaß ist und reines Hobby eben. Was ich heute gefunden habe, war wirklich interessant, dass der Thiem sich bereit erklärt hat, dass er hier kommt, das ist natürlich ein Werbeträger und dass er gespielt hat und mitspielen hat lassen. Das war eigentlich ein Traum, ja. Wie war denn das, gegen ein Thiem zu spielen? Ja, natürlich einzigartig. Ich meine, Dominic ist mittlerweile in aller Munde und ist Nummer 20 der Welt und hat sehr viele Erfolge. Für uns war es ein großes Erlebnis, immer noch vorher für uns so vielen Leuten zu spielen. Für ihn war das wahrscheinlich eine Kleinigkeit. Und natürlich, deswegen bin ich heute auch sehr dankbar, erstens, dass dieses Fest hier geplant worden ist und dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit Dominic zu spielen. Ich glaube, wir haben das alle gut gemeistert und wird keiner vergessen so schnell. Einfach unfassbarer Tag. Ja, hallo, grüß euch, ist der Thomas Wuster. Ja, wie ist die Stimmung da drinnen? Ja, servus Erwin, ich freue mich, dass ich da bin. Hallo Günther. Jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung vom Königlberg. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich melde mich hier heute mit einer Sondersendung derzeit im Bild, live aus der Europahalle. Mein Name ist Tarek Leitner. Gleich ein paar aktuelle Meldungen. Bundespräsident Heinz Fischer hat seine Teilnahme am heutigen Abend leider absagen müssen. Fischer ist auf ein anderes Geburtstagsfest eingeladen. Sein Anzug wird heute 50. Nach einem amüsanten Show-Act der Comedy-Hirten wird nun kulinarisch ausgiebig genossen. In der Saison 2014-2015 haben bei uns insgesamt 110 Mannschaften in 16 verschiedenen Leistungsklassen gespielt. Den ganzen Mannschaftsführer, den ganzen Spieler, die uns die Treue halten. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Was wünschst du der Europahalle, der Familie Schiffer? Ja, weiterhin so viel Erfolg wie in den letzten 30 Jahren. Ich wünsche alles Gute, vor allem die neuen Belege sind gut. Ich habe schon gespielt. Wir sind langsamer wie die alten und man kann rutschen. Schön. Wie im Sand.
ich wünsche mir für die Halle und für mich selber, dass ich in 30 Jahren da wieder dabei sein darf. Weitere mindestens 30 Jahre, aber dann möchte ich nicht mehr moderieren. Ich wünsche der Europahalle 30 weitere sehr erfolgreiche Jahre und vielleicht werde ich bei der 60-Jahr-Feier auch dabei sein. Was wünschen Sie der Europahalle? Weitere 30 Jahre und weiterhin den Erfolg, den sie jetzt hat. Ja, dass sie mindestens weitere 30 Jahre so gut geht wie bisher. Dass nach wie vor viele, viele Tennisspieler hier spielen und eben das Annehmen, die gute Organisation. Ein ganz langes Weiterbestehen und viel Freude mit den kommenden Nachwuchsspielern auch. Ein 50er? Vielleicht in 20 Jahren. Ja, alles Gute und weiterhin viel Erfolg und das so bleiben, wie sie sind.